so erstmal. Unser heutiges Tierschicksal sieht lustig aus, ist es aber gar nicht, ganz im Gegenteil. Es hat uns alle ziemlich erschüttert. Wir fangen mal gleich an. Das ist Bobby, circa 4 bis 6 Jahre alt. Und an seinen Augen kann man sehr gut erkennen, dass sie nicht ganz gesund sind. Und er wird wahrscheinlich noch an den Augen operiert werden. Ich lass ihn mal los. So, Bobby, lauf! Um ganz kurz zu beschreiben, wen wir hier suchen. Vor einigen Wochen kam ein Anruf aus Neuhaus. 4 Hunde, 4 Beagle rannten auf einem Hof rum. Herrenlos. Die wurden zum Glück hier dann ins Lüneburger Tierheim gebracht. Ja. Das Merkwürdige an dieser ganzen Geschichte ist, komm mal her, ihr Hunde, man soll euch ja auch sehen, diese 4 Rüden, die super sozial verträglich mit Menschen und auch anderen Hunden sind, kennen das Leben im Haus gar nicht. Sie sind unkastriert, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Sie sind nicht gechippt, gar nichts. Man kann sie nicht alleine lassen und alle 4 leben hier sozusagen gemeinsam in einem großen Auslauf. Hey, komm mal her! Mensch, ich rede so viel und ihr seid nicht zu sehen. Kommt mal her, Bande. Ja? Diese Hunde, ja, für diese Hunde einen Menschen zu finden, wird mit Sicherheit sehr schwer. Ja? Was die Hunde erlebt haben, können wir nicht sagen. Auch die Tierpfleger konnten mir keine Auskunft geben. Man weiß es einfach nicht. Merkwürdig ist die Geschichte schon. Hey. Für jeden Beagle wird ein Liebhaber gesucht, der so viel Zeit hat und so viel Erfahrung hat, weil die Beagle sind klug, die Stuben reinzubekommen. Ich muss mal folgen. Ja. Die Chance ist so hoch bei denen, dass sie irgendwann mal Stuben rein werden. Und dass sie vielleicht mal alleine bleiben können. Komm, wir rennen noch mal eine Runde. Das wird sehr lange dauern. Ja? Was die erlebt haben, also es hat mich so erschüttert, so traurig gemacht. Und diese ganzen dramatischen Nachrichten häufen sich. Und hier im Lüneburger Tierheim sammeln sich in letzter Zeit so viele katastrophale Fälle an. Ich weiß, mein Kameramann gibt mir schon Zeichen, aber schaut doch mal hier rüber, Thomas. Na, diese wunderschönen Hunde. Na? Welcher Mensch hat diese Hunde so vernachlässigt, so gehalten, dass sie zwar Menschen lieben, aber erst lernen müssen, in einer Wohnung zu leben? Es ist einfach, mir fehlen da wirklich die Worte und damit verabschieden wir uns. Kommen Sie hier ans Lüneburger Tierheim. Bis dann. Tschüss.